So, ich habe einen Ventilator und Kacke besorgt. Wir können anfangen. Steve, es geht darum, den Shitstorm zu beenden, nicht zu verursachen. Oh. Wirklich jeder kennt das. Du hast ein paar Millionen Abonnenten und denkst dir, boah, diese Vollidioten checken doch eh nichts, ey, ich werd die voll abziehen. Doch dann lässt dich ein so ein Typ auffliegen und auf einmal hassen dich alle. Nur, was kann man dagegen tun, ohne jemanden beklauen, bedrohen oder verprügeln zu müssen? Jemanden beklauen, bedrohen und verprügeln. Meistens ist es irgendjemand von außen, dem du deinen Shitstorm zu verdanken hast, der einfach nur neidisch auf dich ist. Als würden deine Zuschauer selbst drauf kommen, dass du sie verarschst. Also find den Typen und zeig ihm, wer der Boss ist. Das wird das auf jeden Fall zu 100% besser machen. Genau wie damals in der Schule. Nur, dass es keine Lehrer gibt. Oder sonst irgendwelche Autoritäten, die für Recht und Ordnung sorgen. Und außerdem dein bester Freund sind. Und am besten, du machst das Ganze vor Zuschauern und lässt dich dann noch heimlich filmen. Jeder soll ja wissen, wie krass du bist und verstanden hast, dass sich einfach jedes Problem mit Gewalt lösen lässt und mit Fäusten. Obwohl, in der Klausur hatte ich damals immer 0 Punkte, weil ich versucht habe, es mit Fäusten zu regeln. Ignorieren. Tu einfach so, als wäre nichts gewesen. Was ist denn passiert? Ja, nichts. Oh. Egal wie schlimm der Shitstorm ist, es wird immer Fans geben, die so machen, die sich persönlich angegriffen fühlen, wenn ihr Lieblings-YouTuber kritisiert wird. Und wenn du schlau bist, lässt du die dann für dich diskutieren. Ey, guck doch nicht seine Videos, wenn du nicht einverstanden bist, dass er in seiner Freizeit Katzenbabys ermordet. Die Argumente sind dann teilweise so erbärmlich, dass die Kritiker dann merken, dass sie mit kleinen Kindern diskutieren und das eh nichts bringt. Irgendwann sind sie dann mit einem anderen Shitstorm beschäftigt und du kannst weiter deine Kacke bauen. Untertauchen. Hör noch einfach für eine Weile auf, Videos zu machen. Ohne Kommentar. Bis das Problem vergessen ist. Du machst dich einfach nur mysteriös und rar. Und das ist auch das Schöne an der Sache, weil es auch aufmerksam auf dich zieht, Kite. Oh mein Gott, hört er etwa mit YouTube auf oder ist er vielleicht sogar tot? Also ich glaube, dass er leider wegen seinem Katzenbaby-Mord-Prank nur für kurze Zeit abtaucht, bis sich die ganze Sache wieder beruhigt hat. Oder ihm sind die Werbeeinnahmen vom Januar zu gering und erzeugt deswegen künstlich Hype, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt besser zu verdienen. Entschuldigen. Ja, entschuldigen ist tatsächlich eine Option. Ist zwar eine Pussy-Variante, aber es ist eine Option. Ist das nicht sexistisch? Nein. Weil Kätzchen sind süß und weich und die sind auch eine Option. Ihr habt bestimmt bei anderen YouTubern schon mal so einen Schwachsinn aufgeschnappt wie Fehler einzugestehen und an sich zu arbeiten zeigt von wahrer Größe. Das ist natürlich Schwachsinn. Ich meine, ich bin der Allergrößte und wenn ich nichts anderes behaupte, dann bleibt das auch so. Das ist Physik. Hast du auch mit deinen Fäusten in der Schule deine Klausuren gemacht? Aber für alle Lappen da draußen, es ist eine Möglichkeit. Wir müssen ja hier alle Möglichkeiten aufzählen, auch die Schwachsinnigen. Beweisvideo. Ja, Digga, hab vielleicht mitbekommen, letztens wegen meinem sexuellen Belästigungsprank, Digga, da haben sich voll viele Leute aufgeregt. Aber weißt du, das ist nur voll das krasse Missverständnis, weißt du, Digga? Weil ich hab noch dieses Video hier gefunden von vorletzte Woche. Und weißt du, da kannst du ganz genau sehen, dass ich da eigentlich nur stolper, weißt du, und dann aus Versehen den Frauen in den Schritt fasse. Das weißt du, das ist alles aus Versehen gewesen, Digga. Und dann war zufällig letztens noch die Webcam an von meinem Laptop. Und da lief die Aufnahme und da hat gesehen, wie ich auf einmal so einen epileptischen Anfall bekommen habe. Und dann hab ich das Video halt geschnitten so und aus Versehen hochgeladen. Das ist alles so aus Versehen passiert, weißt du, Digga? Ich hab eigentlich gar nichts gegen Frauen, Digga, weißt du? Ich dick sie einfach richtig gern, ne? So richtig rein diggen. Schuldumdrehung. Wie kann man der Täter sein, wenn man ganz eindeutig das Opfer ist? Leute, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass dieser 15-Jährige, der Beats für mich produziert, jetzt behauptet, dass ich ihm Geld schulde, was wir in diesem Vertrag festgelegt haben. Das ist aber alles ganz anders. Eigentlich schuldet er ja mehr mir Geld. Und ich hab für ihn alles getan. Ich hab aktiv Werbung für ihn gemacht, indem ich ihn in der Infobeschreibung ganz unten verlinkt habe. Da habe ich ihm sogar einen Döner spendiert. Mit extra Soße. Und jetzt fällt er mir, seinem Bruder, so in den Rücken und will von den 100.000 Euro, die ich mit meinem Album verdient habe, seine gerechten 500 Euro haben. Es ist so traurig zu sehen, dass Freundschaften zerbrechen, sobald es um Geld geht. Floskeln. Leute, wenn man einen Shitstorm hat, darf man nicht lange um den heißen Brei herumreden. Man muss die Dinge beim Namen nennen. Ich meine, jeder macht doch mal Fehler. Und morgen ist auch noch ein Tag, ja? Ich meine, komm du mal in mein Alter. Was muss, das muss. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Willst du nicht auch mal was mit Inhalt sagen? Also das kommt mir gar nicht in die Tüte. Floskeln sind eine wundervolle Methode, um zu verwaschen und vom Wesentlichen abzulenken. Und wenn dir die Floskeln auf deiner Floskeln-Webseite ausgegangen sind, dann gibt es immer noch die Fehler anderer. Wir sollen sexistisch sein, aber
Diese Cyber-Rap-Typen, die kiffen doch! Soziales Experiment. Eigentlich ist es echt eine gute Idee. Das war ja alles geplant. Man wollte ja nur auf ein soziales Problem hinweisen. Aber anscheinend hat keiner der experimentierfreudigen Pranker in der Schule aufgepasst oder mal einen verfickten Wikipedia-Artikel durchgelesen, was ein Experiment überhaupt ist. Ich möchte an dieser Stelle mal die Mythbusters zitieren. Ricarido ist nicht nur sexy, sondern auch gut im Bett. Oh, warte, das falsche Zitat ist das von Obama. The only difference between screwing around and science is writing it down. Deswegen muss ich jetzt mal kurz nachfragen. Liebe Pranker, was habt ihr denn so beobachtet? Haben sich eure Vermutungen bestätigt? Was ist denn euer Fazit? Das würde ich alles gerne mal lesen, aber wo finde ich denn eure Publikationen? Ohne das ist das ja gar kein Experiment, oder? Sondern einfach nur dumm. Spenden. Geld ist wie bei so vielem im Leben einfach eine gute Universallösung. Du musst einfach nur was von deinem hart verdienten Geld spenden. Denn Menschen, die spenden, können ja nicht schlecht sein. Sag mal, hat dieser eine YouTuber nicht letztens erst seine minderjährigen Fans sexuell belästigt? Naja, das kann nicht sein. Der hat doch letztens erst dem No-Fat Chicks e.V. 50 Euro gespendet. Aber ist das nicht auch der Typ, der bewiesenermaßen Katzenbabys getötet hat? Nein, das kann nicht sein. Der hat Geld gespendet an die Gemeinde für alternative Fakten. Aber hat er nicht Geld von seinen Fans geklaut, es der Mafia gegeben und dann behauptet, er hätte es im Tierheim gespendet? Das siehst du völlig falsch. Der Typ ist echt in Ordnung, ja? Der hat letztens erst Geld an ein Tierheim gespendet. Und wisst ihr, was das Beste ist? Man kann Spenden von der Steuer absetzen. Einfach aufhören. Es ist tatsächlich eine Option, mit YouTube einfach aufzuhören. Hat man die Probleme nicht mehr. Es gibt natürlich auch noch die schwierigere Variante. Man kann einfach aufhören, Scheiße zu bauen. Das geht auch. Dann kommt ihr erst gar nicht in die Lage, sich erklären zu müssen. Denn erklären ist schwierig. Bin ich damals in der Schule auch nur durchgeboxt. Ist noch so einfach. Jetzt wisst ihr, wie ein Shitstorm. Wisst ihr, was auch einfach ist, um deinen Scheiß aufzugreifen? Darauf klicken. 10 Arten von YouTuber 2.0 zum Beispiel. Oder das andere, was da drunter ist. Ach, unsere Kanäle, unsere anderen, die sind toll. Ja. Guck mal, du bist voll verdeckt so halb von dem ganzen Zeug. Du musst genau ein bisschen hier rüber. Genau. Nicht so nah.